Die Jahrhundertwende, die Zeit der Kindheit und Jugend Ludwig Wittgensteins. 1889 wird er in Wien geboren. Im Haus des Vaters Karl Wittgenstein, des bedeutenden Wiener Industriellen, geht die Crème de la Crème der Zeit aus und ein. Johannes Brahms, Gustav Mahler, Pablo Casals. Ludwig Wittgenstein lernt die Künstler und Kritiker seiner Zeit zu Hause kennen. Ihre Anregungen prägen sein Leben. Doch schon in früher Kindheit zeigt Ludwig Wittgenstein großes Interesse an technischen Konstruktionen. Sein Vater will, dass die Söhne eine technische oder wissenschaftliche Ausbildung erhalten. Wittgenstein studiert Ingenieurswissenschaften. In England stellt er flugtechnische Untersuchungen an. Die mechanischen Wissenschaften faszinieren ihn. Über die Arbeit an mathematischen Themen kommt er zur Philosophie. Seine Schwester Hermine berichtet, zu dieser Zeit ergriff ihm plötzlich das Nachdenken über philosophische Probleme, so stark und so völlig gegen seinen Willen, dass er schwer unter der doppelten und widerstreitenden inneren Berufung litt. Wittgenstein wendet sich an Bertrand Russell, Philosophieprofessor in Cambridge. Der ist von der außerordentlichen Begabung seines neuen Studenten begeistert. Sie schließen Freundschaft. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Wittgenstein kehrt zurück, meldet sich freiwillig zur österreichischen Armee, wird Artillerieingenieur und kämpft im Schützengraben. Zum Arbeiten komme ich jetzt nicht, aber vielleicht zum Krepieren. Das Leben der Erkenntnis ist das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt zum Trotz. Wittgenstein entdeckt Tolstois kurze Darlegung des Evangeliums. Tolstoi vertritt eine Ethik des einfachen, asketischen Lebens, die man nicht definieren, sondern nur leben kann. Sie wird zum Wendepunkt in Wittgensteins Leben. Unterdessen arbeitet er weiter an seinem Traktatus und meint darin, die Probleme der Philosophie lösen zu können. Besonders faszinierend an Wittgenstein finde ich, dass er zeigt, dass Philosophie wirklich ein schwieriges Geschäft sein kann, dass man es also nicht abtun kann mit ein paar Thesen, wie man sie mit Namen wie Schopenhauer oder Descartes verbindet, sondern dass Philosophieren wirklich ein Tun ist, eine Tätigkeit, wie er sowohl in seiner frühen als auch in der späten Philosophie immer betont. Die wichtigste Wirkung ist wohl, dass Wittgenstein eine ganz neue Richtung in der Sprachwissenschaft begründet hat. Das war am Anfang der 70er Jahre. Bis dahin hatte die Sprachwissenschaft eigentlich sich hauptsächlich darum gekümmert, Sprache als ein System von Zeichen zu analysieren, Strukturen zu beschreiben. Und dann entstand plötzlich die Frage, ob es nicht interessanter sei, sich damit zu beschäftigen, was wir denn mit diesen sprachlichen Zeichen tun. Das Faszinierende bei Wittgenstein war immer die Persönlichkeit Wittgensteins, der einen starken Eindruck auf seine Schüler immer geübt hat. Und man sieht diese Persönlichkeit auch in seinem Schreiben. Er sagte immer, er zitierte ganz gern, le style c'est l'homme même. Eine sehr interessante Sache an Wittgenstein ist, im Vergleich zu übrigen Philosophen, dass er zwei vollkommen verschiedene Blickwinkel entwickelt hat in seiner Philosophie, nämlich in der Frühphilosophie des Traktatus, eine sehr an Formalismen und an Logik orientierte Sicht, die auf Überlegungen über die Sprache beschränkt war. Und eine spätere Philosophie, die sich vielmehr dem Menschen, und zwar dem alltäglichen Menschen, als Ganzem zugewandt hat. Wobei er dann auch noch seinen früheren Blickwinkel jeweils ins Einzelne gehend Stück für Stück in der Luft zerrissen hat. Das hat man selten bei Philosophen, das hat man überhaupt selten bei Denkern. In seinem Werk Tractatus Logico Philosophicus will Wittgenstein definitiv klären, wie sich das Denken auf die Welt bezieht. Er glaubt, in der Analyse der Sprache den Schlüssel zur Wirklichkeit gefunden zu haben, nachdem die Philosophen seit 2500 Jahren vergeblich suchen. Die Welt und das Denken begegnen sich in der Sprache. Wie können Worte die Realität ausdrücken? Wie können wir die Welt mit Worten darstellen und verstehen? Für Wittgenstein ist jeder Satz ein Modell der Wirklichkeit. Mit einem Modell stellen wir Wirklichkeit bildhaft dar, etwa einen Verkehrsunfall.
Puppen und Spielzeugautos stehen für die Realität. Mit ihnen kann man den Unfall nachbauen. Mit dem roten Auto fahren von hier unten auf diese Einmündung zu. Von rechts nähert sich ein grünes Fahrzeug und dieses Fahrzeug beachten wir nicht. Der rote fährt immer weiter, der grüne fährt weiter, bis es zu einem Zusammenstoß kommt. Ein Zeitungsbericht bringt Wittgenstein 1914 auf einen entscheidenden Gedanken. Für die Verhandlung vor einem Verkehrsgericht wird ein Unfall rekonstruiert. Zuerst am Modell, dann mit Sätzen. Das ganze Modell ist mit Sätzen beschreibbar. Das Personenauto kam von links, der Lieferwagen kam von rechts, Auto und Lieferwagen sind zusammengestoßen. Die Sätze bilden die Wirklichkeit ab. Ihre Elemente, die Worte Auto, Lieferwagen, rechts, links und zusammengestoßen, verhalten sich wie die Elemente des Sachverhaltes. Ihre Struktur spiegelt die Struktur der Welt wider. Jeder wahre Satz bildet einen Sachverhalt ab. Um zu entscheiden, ob einer wahr oder falsch ist, muss man ihn mit der Realität vergleichen. Sprache im Alltag. Bildet sie nur und immer Modelle der Wirklichkeit? Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser. Es ist Menschen unmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen. Die Sprache verkleidet den Gedanken. Wenn wir sprechen, sind uns die inneren Gesetze der Sprache nicht bewusst. Wenn wir in einem Haus sind, ist uns nicht das ganze Gebäude, sein Bauplan gegenwärtig. Diese Pläne entwarf Wittgenstein selbst. Für Wittgenstein ist die Sprache wie ein Haus, nach bestimmten Plänen errichtet. Diese Baupläne will er ermitteln und damit die Struktur der Sätze, die uns im Alltag nicht bewusst sind. Naturwissenschaften und Technik geben Wittgenstein Beispiele, wie man die Welt rational und eindeutig beschreiben kann, ohne die Mehrdeutigkeit der Umgangssprache. Die Mechanik ist ein Versuch, alle wahren Sätze, die wir zur Weltbeschreibung brauchen, nach einem Plan zu konstruieren. Die Mechanik bestimmt eine Form der Weltbeschreibung, indem sie sagt, alle Sätze der Weltbeschreibung müssen aus einer Anzahl gegebener Sätze auf eigene Art und Weise erhalten werden. Hierdurch liefert sie die Bausteine zum Bau des wissenschaftlichen Gebäudes und sagt, welches Gebäude du immer ausführen willst, jedes musst du irgendwie mit diesen und nur diesen Bausteinen zusammenbringen. Wittgenstein analysiert die logische Form von Sätzen. Sätze bilden Wirklichkeit ab, indem sie Elemente kombinieren. Doch die Sprache hat nur begrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Diese Kombinationsmöglichkeiten, die Zahl der logischen Verbindungen, die überhaupt denkbar sind, versucht Wittgenstein mathematisch genau zu berechnen. Das Ergebnis? Eine logische Einheitssprache. Jedem Satz soll ein klarer Sinn zukommen. Diese Idealsprache soll am Ende so exakt wie die Naturwissenschaften sein. Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt. Also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Es ist ja tatsächlich so, dass Wittgenstein im Traktatus sich nur mit Aussagen beschäftigt und mit der Analyse von Strukturen von Aussagen. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wie die Leute im Alltag Sprache verwenden und wie sie über Sprachverwendung reden, dann stellt sich die Frage, ob wirklich die Analyse von Strukturen von Aussagen das wirklich Interessante sind. Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr. Und eben dies ist die Antwort.
Die Erscheinung. Ein Bild von René Magritte, einem Zeitgenossen Wittgensteins. Die Objekte tragen Namen. Ihr Wesen bleibt uns verborgen. Wie in der Philosophie Wittgensteins. Bezeichnungen stehen für das, was ist. Die Gegenstände kann ich nur nennen. Ich kann nur von ihnen sprechen. Sie aussprechen kann ich nicht. Der einsame Mensch steht der Welt gegenüber. Er kennt nur noch die Namen der Dinge, Sätze über die Welt, nicht die Welt selbst. Er ist ein Fremder. Er ist allein. Ja, ich glaube, die erste Philosophie Wittgenstein war vor dem Ersten Weltkrieg konzipiert. Er hatte seine Ideen erst. Und dann war er der typische Dilettant dieser. Er war ein wohlhabender Mann, der auch sein eigenes Flugzeug hätte bauen wollen. Das war in den ersten Tagen der Flugzeugtechnik. Auch die Philosophie wollte er selber treiben. Er war so ein Kapitalist wie sein Vater. Und er hatte die Idee, von sich aus eine ganze Philosophie, alle Probleme der Mathematik, der Logik und so weiter, auf einmal beantworten. Ja, nach dem Krieg war es ganz anders. Und ich glaube, die Elend in Österreich und die politische Lage dieses Landes auch einen großen Einfluss auf Wittgenstein gehabt. Er glaubte nicht mehr, dass er alles machen konnte. Vielmehr fing er an, in Büchern wie der Untergang des Abendlandes und so zu lesen. Und es ist vielleicht auch, seine Idee war, dass es war nicht mehr möglich für ein frei denkender Geist alles zu erfassen. Vielmehr gehörte zum Verstehen auch eine ganze Kultur, und diese Kultur fehlte eben. 1920 wird Wittgenstein Dorfschullehrer. In Niederösterreich führt er ein asketisch karges Leben, so wie er es in den Schriften Tolstois beschrieben fand. Sein beträchtliches Erbe überschreibt er der Schwester. Ich will bei kärglichem Lohne anständige Arbeit verrichten. Er sucht Kontakt zu den Menschen und fühlt sich immer wieder enttäuscht. Und die Philosophie? Eine abgeschlossene Episode? Alles, was ich wirklich sagen müsste, habe ich gesagt. Und damit ist die Quelle vertrocknet. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. So hell der Morgen und so schön der Tag. Oft hat sich spät noch schwül Gewölk erhoben. Der Abend schloss mit Sturm und Wetterschlag. Bei Wittgenstein haben wir die erste Strophe gelernt. In der Früh zur Schule, 8 Uhr hat sie begonnen, ja. Das erste war gleich Rechnen, ja, Mathematik, ja. Und er hat mich gleich zur Tafel geholt, ja. Rechnung aufgeschrieben, war schon aufgeschrieben, ja, und ich soll sie ausrechnen. Ich war natürlich nicht in Form, wie man heute sagt, bei den Sportlern, ja. Und das hat ihm zu lange gedauert, ja. Er hat sich inzwischen mit den Schülern, ja, kurz unterhalten, ja, also gelehrt, und das hat ihm zu lange gedauert. Kommt er zur Tafel, packt man bei die Ohren, ja, und richtig an die Tafel sagt: Ich weiß, du kannst das, ja. Und na, dann habe ich geweint, ja. Und kurz darauf habe ich die Rechnung hingeschrieben, weil so wie wenn ich es auswendig gewusst hätte, ja. Dann ist er gekommen, hat mir leichte Ohrfeigen gegeben. Sag er: Ich hab gewusst, ich hab's ja gewusst, du kannst es, ja. Ein Wörterbuch für Volksschulen, hervorgegangen aus der Praxis des Dorfschullehrers Wittgenstein. Nicht aus den Analysen eines akademischen Philosophen. Er sammelt die Worte des täglichen Lebens, eine der Weichenstellungen, die ihn zum Problem des alltäglichen Sprachgebrauches führen sollte. Ein Leben in Extremen.
Seine Philosophie war das Resultat einer ungeheuren Konzentration der Kräfte. Nun wollte er von der hohen Philosophie der Sprachanalyse nichts mehr wissen. Wollte neu beginnen, einfach den Kindern die Sprache vermitteln. Er kam aus der reichen Oberschicht und wollte ein Leben in Armut. Dass das Leben problematisch ist, heißt, dass dein Leben nicht in die Form des Lebens passt. Du musst dann dein Leben verändern. Und passt es in die Form, dann verschwindet das Problematische. Wittgenstein kehrt 1926 nach Wien zurück, als Architekt. Er zeichnet die Baupläne für das Haus seiner Schwester, das architekturgeschichtliche Berühmtheit erlangen sollte. Der Bau ist schmucklos, in der Tradition von Adolf Loos und in strengen Formen gehalten. Wittgenstein überwacht pedantisch seine Ausführung und wird zur Plage der Handwerker. Erinnere dich an den Eindruck guter Architektur, da sie einen Gedanken ausdrückt. Man möchte auch ihr mit einer Geste folgen. Wittgenstein hat, wie wir wissen, große Probleme gehabt im Umgang mit anderen Menschen. Es genügt ja nicht, dass man mit anderen Menschen Kontakt hat. Man braucht auch zärtliche Kontakte mit ihnen. Und wie wir wissen, war Wittgenstein in dieser Beziehung sehr verarmt. Es war nicht die Zeit, in der er seine sexuelle Veranlagung hätte ruhig ausleben können. Und er war auch selber furchtbar unglücklich darüber. Wenn jemand merkt, dass er in der einen oder anderen Weise einsam ist, dann wird er natürlich dazu neigen, sich eine Theorie zurechtzulegen, nach der es nun mal so ist, dass Menschen einsam sind und dass Menschen ganz auf sich selbst gestellt sind. Oder wie Wittgenstein gesagt hat im Traktatus, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und er sagte auch, das ist die Sprache, die allein ich verstehe. Das heißt, jeder hat seine Welt für sich allein. Ich glaube, Wittgenstein hat einfach menschlich dazugelernt. Er ist gereift in den nächsten Jahrzehnten seines Lebens. Er hat gesehen, dass ein Mensch eben auch seelisch darauf angewiesen ist, auf Kontakte mit anderen, und dass es dann wichtiger sein kann, nicht auf sich selbst zu achten, sondern, wie er in den philosophischen Untersuchungen später gesagt hat, der Maxime zu folgen: Frage nun nicht, wie geht es mir? Frag, was weiß ich vom anderen? Also wir wollen jetzt ein Spiel spielen, das, was wir vorhin auch schon gespielt haben. Wer holt mir mal einen Hammer? Ich. Benjamin? Ich. Nimm ihn mit auf deinen Platz. Ich. Und wer holt mir ein Bügeleisen? Ich. Michele. Welcher? Ein Bügeleisen. Guck mal hier. Geh uns. Ja? Mhm. Was kann man denn mit einem Bügeleisen machen? Bügeln. Richtig. Kinder lernen sprechen, ohne alle philosophischen Erklärungen. Man zeigt ihnen die Gegenstände, lehrt sie die Worte, immer eingebettet in das gemeinsame Handeln. Das Interesse daran, wie Sprache in alltäglichen Lebenssituationen angewendet wird, die Frage, was wir tun, wenn wir sprechen, prägt Wittgensteins späte Philosophie. Eine entscheidende Erweiterung, ja eine Korrektur seines Denkens. Ein Storch! Was? Ein Storch? Ja. Woran erkennt man den Storch? Na, woran? Es zerstreut den Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache an primitiven Arten ihrer Verwendung studieren, in denen man den Zweck und das Funktionieren der Wörter klar übersehen kann. Solche primitiven Formen der Sprache verwendet das Kind, wenn es sprechen lernt. Das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten. Sprechen und Handeln sind untrennbar miteinander verknüpft. Eine Verbindung, für die Wittgenstein das Wort Sprachspiel prägt. Sprachspiele verstanden als Verwendungsart, als Spielart von Sprache in verschiedenen Situationen. Man lernt ihre Regeln, indem man mit anderen zusammen handelt und spricht. Sprachspiele bestimmen unser Denken, unseren Alltag. Es gibt eine unübersehbare Fülle der Sprachspiele,
Auf einen Nenner sind sie nicht zu bringen. Es gibt noch mehr Pilze, ja. Haben wir heute im Wald gesehen. Ich glaube, 4 verschiedene haben wir heute gesehen. Ne? Es ist also nicht nur so, dass Ersprechen ein Tun ist, sondern das Tun selber muss in die Sprachhandlung hineingesehen werden als konstitutives Element. Und da ist es sehr wichtig, den wahrscheinlich wichtigsten Begriff der Wittgensteinschen Spätphilosophie in seiner ganzen Komplexität auszuarbeiten, nämlich den Begriff des Sprachspiels. Das heißt nämlich nicht nur, dass wir beim Sprechen uns nach bestimmten Handlungen richten, sondern hier muss alles zusammengesehen werden, dass wir im Sprechen abgerichtet werden, zum Beispiel ein sehr wichtiges Element, und das zum Beispiel nur, wenn wir sehen, wie wir zu bestimmten Sprachhandlungen erzogen worden sind, gesehen werden kann, erklärt werden kann, was die Bedeutung dessen ist, was wir gesagt haben. Es ist unsinnig zu fragen, was ist eine Schachfigur? Es ist unsinnig zu fragen, was ist ein Wort? Wichtig ist, was man damit tut. Ein Sprachspiel ist einem Schachspiel vergleichbar. Für jede Figur gelten eigene Regeln. Das Spiel zu verstehen bedeutet, zu wissen, wie es gespielt wird. Ein Wort zu verstehen bedeutet, seinen Gebrauch zu kennen. Zu wissen, wie andere es gebrauchen. Sprachspiele funktionieren nur in der richtigen Atmosphäre. Ihr Gebrauch wird von sozialen Regeln bestimmt. Nach einer Regel handeln heißt, eine Technik des sozialen Lebens beherrschen. Die Regeln sind öffentlich. Sie bestimmen das gemeinsame Verhalten auf der Straße. Private Regeln sind so widersinnig wie private Verkehrszeichen, die andere nicht verstehen könnten. Nicht alle Regeln müssen präzise festgesetzt sein. Oft beruhen sie nur auf dem Austausch von Gesten oder Andeutungen. Viele ergeben sich aus alltäglichen Gewohnheiten und Konventionen. Das Interessante an diesem Beispiel ist, dass niemand im Traum darauf kommen würde, dass diese Geste ein Bild irgendeines Sachverhaltes ist. Eine solche Geste sieht einem Bild überhaupt nicht ähnlich, während ein geschriebener Satz oder ein gesprochener Satz, weil er Struktur hat, ein Bild schon eher ähnlich sieht. Wenn er jetzt auf wesentliche Situationen von Kommunikation kommen wollte, wie in diesem Fall, es ist ja sehr wichtig, dass der eine Autofahrer den anderen versteht, wenn er das in seinen Sprachbegriff mit einbeziehen wollte, dann musste er ganz offensichtlich davon wegkommen, dass es vorfabrizierte Regeln gibt, die den Autofahrern sagen, mit Hilfe welcher Gesten sie welche Sachverhalte abbilden können. Es kommt jetzt eben ein ganz neuer Grundgedanke hinein. Der Grundgedanke ist der, dass diese Geste bereits dann Bedeutung hat, wenn die anderen Autofahrer richtig auf sie reagieren. So, dass es keine Karambolagen gibt. Das heißt, was Wittgenstein einführt und was hier sehr schön klar gemacht worden ist, ist der Begriff des Sprachspiels. Wenn innerhalb eines sozialen Miteinanderumgehens bestimmte Gesten oder auch akustische Äußerungen auf ein von allen geteiltes Verständnis stoßen, auf eine von allen geteilte Reaktion stoßen, dann haben sie Bedeutung, das genügt. Es reicht natürlich nicht aus, festzustellen, welche Sprachspiele es gibt, sondern man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wer welche Sprachspiele wie, das heißt mit welchen Äußerungen, in welchen Situationen wie realisiert. Und da wird man natürlich feststellen, dass Männer die Sprachspiele anders realisieren als Frauen, Kinder anders die Sprachspiele realisieren als ihre Eltern, die Ausländer natürlich besondere Schwierigkeiten haben mit der angemessenen
Wahl der Äußerungen zum Vollzug dieser Sprachspiele. Möglicherweise spielen sie auch ganz unterschiedliche Sprachspiele verglichen mit dem, was wir in unserer Sprachgemeinschaft zur Verfügung haben. Ich denke, dass es sehr notwendig ist, sich mit diesen Realisierungsformen, mit den Varianten von Sprachspielen zu befassen, weil hier, wie ich meine, die Quellen für Missverständnisse, für kulturelle Konflikte liegen, also sehr ernsthafte Probleme angesiedelt sind. Und ich denke, dass Wittgenstein ganz interessante Hinweise zur Lösung oder zumindest zur Analyse dieser Probleme geliefert hat. Zeugnisse aus einer anderen Welt. Eine Begrüßungszeremonie in Neuguinea. Die Gesten sind uns fremd, die Worte verstehen wir nicht. Wittgenstein lehrt, dass wir Sprachspiele nur dann verstehen, wenn wir den Lebenszusammenhang der Sprechenden teilen und kennen. Jedes Sprachspiel ist eine Lebensform. Denke, du kämst als Forscher in ein unbekanntes Land mit einer dir gänzlich unbekannten Sprache. Denken wir nun, die Leute in jenem Land verrichteten gewöhnliche menschliche Tätigkeiten und bedienen sich dabei einer artikulierten Sprache. Sieht man ihrem Treiben zu, so ist es verständlich. Erscheint uns logisch. Versuchen wir aber, ihre Sprache zu erlernen, so finden wir, dass es unmöglich ist. Können wir fremde Lebensformen dann überhaupt verstehen? Fremde Lebensformen können uns tatsächlich sehr, sehr fremd sein, sehr unzugänglich. Und für Wittgenstein ergibt sich daraus ein Problem. Andere Menschen verstehen heißt ja mehr oder weniger stark in ihre Lebensform einsteigen, wenn sein Zugang der richtige ist. Das bedeutet, dass er sagen muss, Menschen mit fremden Lebensformen verstehen, kann unter Umständen heißen, dass man große Schwierigkeiten hat, sie überhaupt zu verstehen. Ich glaube, dass Wittgensteins Antwort, wenn das Problem wirklich dringend wird, zwei Aspekte hat. Die erste ist die, man muss das hinnehmen. Man darf nicht einfach glauben, dass unsere Kultur die alleinseligmachende ist und die einzige, in der Menschen Menschen sein können. Und die zweite ist, dass auch gar kein besonderer Bedarf daran besteht, zu sagen, dass eine Lebensform, zum Beispiel unsere Lebensform, die richtige ist und andere falsch. Lebensformen können ganz einfach unterschiedlich sein. Und von unterschiedlichen Lebensformen her lassen sich keine Rechtfertigungsansprüche stellen, weil jede Rechtfertigung letzten Endes auf Grundlagen in der Lebensform zurückgehen muss, die gegen die andere Lebensform dann natürlich nicht ins Feld geführt werden können. Die Philosophie Wittgensteins scheint oft eine Philosophie des Beschreibens zu sein. Nämlich er beobachtet so viel in die Kompliziertheit des menschlichen Lebens. Viele Dinge, die andere Philosophen nicht bemerken oder nicht für wichtig halten. So zum Beispiel spricht Wittgenstein sehr oft von unseren gesellschaftlichen Gewohnheiten, wie wir einander grüßen und so weiter. Er macht Anspielung auf diese Gewohnheiten, um zu zeigen, dass wir von den wilden, von den primitiven Menschen nicht so verschieden sind. Wieder in Cambridge. Sehr merkwürdig. Es scheint mir manchmal, als ob die Zeit zurückgegangen wäre. Ich weiß nicht, was mich noch erwartet. Es wird sich schon etwas ergeben, wenn der Geist mich nicht verlässt.
1939 wird Wittgenstein Professor in Cambridge. Anfang der 30er Jahre entwickelt er den radikalen Neuansatz: Nicht die logische Abbildbeziehung, sondern der Gebrauch klärt die Wahrheit der Worte. 1947 zieht er sich dann endgültig in die Einsamkeit zurück. Bringe den Menschen in die unrichtige Atmosphäre und nichts wird funktionieren, wie es soll. Er wird an allen Teilen ungesund erscheinen. Bring ihn wieder in das richtige Element und alles wird sich entfalten und gesund erscheinen. Wenn er nun aber im unrechten Element ist, dann muss er sich also damit abfinden, als Krüppel zu erscheinen. Wittgenstein wurde zu seinem eigenen schärfsten Kritiker. Seine Frühphilosophie stand in Beziehung zu den Arbeiten anderer Philosophen, die zum Teil auch seine Lehrer waren. In der Hinwendung zur Philosophie der Alltagssprache hatte er keine Lehrer. Allerdings fühlt er sich zeitlebens missverstanden. Vielleicht wollen die Leute in 100 Jahren wirklich das haben, was ich jetzt schreibe. Wittgenstein stirbt im Jahre 1951. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Nahe dem Ort in Niederösterreich, in den sich Wittgenstein von der Welt zurückzog und das einsame Leben eines Dorfschullehrers wählte, versammeln sich seit 1976 Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt. Die jährlichen Wittgenstein-Symposien in Kirchberg führen Philosophen, Sprachwissenschaftler, Natur- und Sozialwissenschaftler zusammen. Mit seiner Philosophie der Sprache, der frühen wie der späten, hat Wittgenstein neue Fragen aufgeworfen, Entdeckungen möglich gemacht. Der logische Positivismus, der eine radikale wissenschaftliche Weltanschauung propagierte, lernte von ihm. Später war es die sprachanalytische Philosophie, die mit seinen Methoden den Sinn der Sprache aufdecken wollte. Denn die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine vollkommene. Aber das heißt nur, dass die philosophischen Probleme vollkommen verschwinden sollen. Eine ganze Wolke von Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre. Wittgenstein, wie alle wirklich großen Philosophen, ist also in fast jeder Hinsicht missverstanden worden. Und ich glaube, die Hinsicht, in der am meisten missverstanden worden ist, das ist zugleich die Hinsicht, die für die zukünftige Entwicklung, die zukünftige Arbeit mit den gleichen Mitteln, die er uns gezeigt hat, am wichtigsten ist. Es ist nämlich der Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch, der Situation, in der etwas geäußert wird, also die Äußerungssituation und menschlichem Handeln. Diese drei Elemente im richtigen Verhältnis zusammenzusehen, da hat Wittgenstein in vieler Hinsicht wirklich etwas gezeigt, was bis heute nicht verstanden ist und was weiter ausgearbeitet werden muss. Wenn man überlegt, was in Zukunft die wittgensteinische Philosophie bringen soll, leisten soll, nicht nur für die Fachphilosophie, das ist eine relativ uninteressante Frage, sondern auch für unseren Zeitgeist, der vielleicht einiges nötig hat an neuen Quellen und neuen Anregungen, da muss ich zunächst sagen, habe ich ein gewisses Vorurteil. Ich glaube, dass die späte Philosophie viel fruchtbarer für die Zukunft sein wird als die frühe Philosophie. Nehmen wir dieses Vorurteil mal als gegeben an, dann glaube ich, dass Wittgenstein uns mit seinem Menschenbild einiges zu sagen hat für die Zukunft. Für Wittgenstein ist der Mensch von Grund auf sozial. Bei Wittgenstein ist die Sache ganz stark radikalisiert. Da ist jemand überhaupt nur deshalb ein Mensch mit einer Seele, weil andere Leute mit ihm so umgehen wie mit einem Menschen. Die Frage, was ist der Mensch, geht unmittelbar über in die Frage, wer ist ein Mensch? Und die Frage, wer ist ein Mensch, spielt unmittelbar hinein in moralische Debatten, die es in der letzten Zeit zu konkreten Fragen sehr viel gegeben hat. In diesem Fall zum Beispiel in der Frage der Abtreibung. Wenn der Fötus vom Augenblick der Befruchtung an ein Mensch ist, dann ist er ganz anders zu behandeln, als wenn er erst mit der Nidation ein Mensch ist oder wenn er erst aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz durchschaue, ab dem dritten oder vierten Monat ein Mensch sein sollte. Jedenfalls, wenn er ein Mensch ist, hat man ihn zu achten.
Es kann also sein, dass diese anthropologische Grundlegung uns hilft bei der Lösung oder jedenfalls beim Finden von Lösungsvorschlägen für moralische Probleme, die wir in Zukunft lösen müssen, wenn in unserer Gesellschaft nicht alles nur sich nach Machtverhältnissen entscheiden soll. Allerdings muss man dazu sagen, dass Wittgenstein selbst in diese moralischen Probleme, die Probleme davon, wie der Mensch leben soll, was gut und böse ist, in seiner Philosophie nicht ausdrücklich, nicht explizit eingestiegen ist. Da hat er etwas, was man an einem großen Philosophen eine Lücke nennen würde. Die wichtigste Wirkung Wittgensteins auf die Sprachwissenschaft besteht wohl darin, dass am Beginn der 70er Jahre eine ganz neue Richtung in der Sprachwissenschaft etabliert wurde, die sogenannte Sprechakttheorie. Bis dahin hatte sich die Sprachwissenschaft hauptsächlich darum bemüht, Sprache als ein System von Zeichen zu beschreiben und zu analysieren. Jetzt taucht eine ganz neue Frage auf, nämlich zu welchen Zwecken wir denn die sprachlichen Zeichen verwenden. Die Antwort, die die Sprechakttheorie auf diese Frage gefunden hat, scheint mir verblüffend einfach. Sie grenzt nämlich 5 dominante generelle Zwecke voneinander ab und stellt fest, wir verwenden Sprache, um erstens Aussagen über die Welt zu machen, zum Beispiel indem wir Behauptungen aufstellen, Mitteilungen machen, jemanden über etwas informieren und so weiter. Eine zweite Zwecksetzung wäre die, dass wir andere dazu veranlassen, etwas zu tun. Nicht? Das wäre der Fall, wenn wir jemanden um etwas bitten, ihm einen Befehl erteilen, ihn vor etwas warnen, einen Ratschlag erteilen und so weiter. Eine dritte Zwecksetzung ist, dass wir uns selbst mithilfe von Sprache auf zukünftiges Handeln festlegen, zum Beispiel dadurch, dass wir ein Versprechen geben, jemand einladen, jemandem drohen und so weiter. Eine vierte Zwecksetzung, sagt die Sprechakttheorie, ist die, dass wir Gefühle zum Ausdruck bringen mithilfe von Sprache. Wir loben jemand, wir tadeln ihn, kritisieren ihn, machen Liebeserklärungen und so weiter. Und schließlich eine letzte Zwecksetzung wäre die, dass wir neue Sachverhalte in der Welt schaffen. Nicht? Das ist etwa der Fall, wenn wir Taufhandlungen vollziehen, Ernennungen aussprechen, Entlassungen aussprechen und so weiter. Dafür ist natürlich Voraussetzung, dass wir in der entsprechenden Position sind. Das sind 5 generelle Zwecke, die nach der sprechakttheoretischen Analyse voneinander abgegrenzt werden können und denen jeweils verschiedene Sprachspiele zugeordnet werden können. Und diese Überlegungen sind, glaube ich, das Erbe, das wesentliche Erbe Wittgensteins im Rahmen der modernen Sprachtheorie. Aber ich glaube, zur selben Zeit, dass, wie gesagt, sein Stil der Philosophie zu treiben, war immer derselbe und auch sein Zweck in der Philosophie, wie eine Art Überwindung der Philosophie durch sich selbst, damit man zur möglichsten Einfachheit und Klarheit und Konkretheit des Denkens gelangte, damit man das ganze Leben umformen konnte. Ist es mir so klar, dass das Verschwinden einer Kultur nicht das Verschwinden menschlichen Wertes bedeutet, sondern bloß gewisser Ausdrucksmittel dieses Wertes, so bleibt dennoch die Tatsache bestehen, dass ich dem Strom der europäischen Zivilisation ohne Sympathie zusehe, ohne Verständnis für die Ziele, wenn sie welche hat. Ich schreibe also eigentlich für Freunde, welche in Winkeln der Welt verstreut sind. Ich habe einmal und vielleicht mit Recht gesagt, aus der früheren Kultur wird ein Trümmerhaufen und am Schluss ein Aschenhaufen werden, aber es werden Geister über der Asche schweben. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Was ist dein Ziel der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Ludwig Wittgensteins Philosophie ist beständige Auseinandersetzung mit der Sprache, mit der Wahrheit der Worte. Wie die Fliege im Glas sucht sie Auswege, will sie das Denken von jenen philosophischen Fragen befreien, die wie eine Krankheit hereinbrechen und nie zu beantworten sind. Doch fliegen kann sie nicht.